Hey, in diesem Video möchte ich eine häufig gestellte Frage beantworten, nämlich: Du Lena, wie stehen eigentlich die Chancen, dass ich meinen oder meine Ex tatsächlich zurückbekomme? Ich möchte heute auf diese wichtige Frage eine hundertprozentig ehrliche und offene Antwort geben. Und dann verrate ich dir auch, wie du für dich persönlich die Chancen herausfinden kannst, ob dich dein oder deine Ex tatsächlich zurückhaben möchte. Erstmal vorweg, es ist total verständlich, dass du deine Chancen wissen möchtest. Denn um deinen oder deine Ex zurückzugewinnen, musst du total viel Zeit und Energie investieren. Und zwar 100 auf einer Skala von 0 bis 100. Denn du musst 100% geben, auch auf die Gefahr hin, dass du scheiterst und alle Energien, Nerven und Zeit, die du investiert hast, umsonst waren. Das ist einfach die große Gefahr beim Ex-Zurückgewinnen. Für mich als Coach ist eine prozentuelle Einschätzung deiner Chancen ziemlich schwierig, denn erstens weiß ich nur das, was du mir bisher geschrieben hast. Zweitens weiß ich von deinem oder deiner Ex gar nichts. Ich kenne ihn oder sie nur noch deine Brille, so wie du ihn oder sie eben wahrnimmst und es mir auch schreibst. Und drittens kann ich unmöglich antizipieren, was in der Zukunft passieren wird, weil Menschen nun mal irrational agierende Wesen sind und sich nicht nach einem bestimmten Schema verhalten. Und Ex-Zurückgewinnen ist eben ein wirklich flexibler Prozess, wo ständig irgendwas Neues geschehen kann. Und am liebsten hättest du sicher, dass ich dir sage, du hast Glück, in deinem Fall stehen die Chancen zwischen 90 und 100%, ihr kommt also fast sicher wieder zusammen. Doch was würdest du mit dieser Info dann machen? Würdest du dich bemühen und alles geben, wenn du wüsstest, dass es fast sicher klappen wird? Wenn du wüsstest, dass ihr zu 100% wieder zusammenkommt, würdest du dich vielleicht gar nicht mehr so richtig ins Zeug legen. Und somit würden dann die 100% ja auch gar nicht mehr stimmen. Weißt du, was ich damit meine? Und wenn ich dir jetzt sage, dass ihr nur mehr zu 5% zusammenkommt, vielleicht würdest du einfach das Handtuch schmeißen und aufgeben, obwohl du vielleicht genau gerade zu den 5% gehören würdest, wo es eben klappen könnte. Natürlich habe ich sehr viel Erfahrung als Coach im Bereich Ex-Zurückgewinnen und kann natürlich auch etwas präziser abschätzen, wie bei dir die Chancen stehen. Doch genaue Prognosen zu machen, das ist wirklich was Schwieriges. Was ich aber durchaus schon machen kann, ist zu sagen, deine Chancen sind intakt oder eher gering. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle eine sehr persönliche Geschichte von mir erzählen. Vor nicht allzu langer Zeit hat mein Arzt ein undefiniertes Gewächs in meinem Unterbauch registriert. Und natürlich wollte ich sofort wissen, was das ist und wie groß die Chancen sind, dass es gutartig ist. Doch auch dieser Arzt konnte mir das nicht ganz genau sagen. Er hat natürlich auf seinem Gebiet sehr viel Erfahrung gehabt, aber er konnte nichts Besseres als zu sagen, wahrscheinlich ist es gutartig. Einen genauen Prozentsatz habe ich auch von ihm nicht gehört, weil es schlichtweg einfach nicht sagen konnte. Die Konsequenz daraus war dann, dass man mich aufschneiden musste, um das herauszufinden. Ich wusste also erst, als es schon vorbei war, wie die Chancen eigentlich standen. Die Frage, wie stehen meine Chancen, ist also durchaus berechtigt, wenn sie dich dazu antreibt und motiviert, deinen oder deine Ex zurückzugewinnen, wenn du von eurer gemeinsamen Liebe überzeugt bist. Deswegen habe ich dir ein Quiz zusammengestellt, in dem du anhand von ausgewählten Fragen herausfinden kannst, in welche Richtung das Pendel bei euch ausschlägt. Und egal, was bei dir jetzt gleich herauskommt, bitte verliere deinen Glauben an die wahre Liebe nicht, denn egal, ob deine Chancen als intakt oder gering bewertet werden, all das ist jetzt nur eine Momentaufnahme von jetzt. Morgen kann alles schon wieder ganz anders aussehen. Und pass gut auf dich, denn Ex-Zurückgewinnen klappt viel besser aus Stärke heraus, als wenn es dir nicht gut geht. Wenn dir also dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da und abonniere auch gleich unseren Kanal, um keines unserer Ex-Zurück-Videos mehr zu verpassen. Und schau auch unbedingt auf unserem Blog vorbei, www.szenario2.com, und mach auch dort das Quiz, das wir für dich vorbereitet haben, um deine Chancen einzuschätzen. Bis gleich!